Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zur wohl letzten Folge von Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wem erzähle ich hier was? Ich weiß, letzte Folge habe ich gesagt, das wird heute vermutlich die letzte Folge. Aber dazu kurz mal ein bisschen Erklärung. Fragezeichen, man hatte mir nämlich ursprünglich nach The Broken Story gesagt, er wird ein DLC für das Spiel machen. Letztendlich haben wir jetzt stattdessen dieses Spiel und ich dachte, gut, er hat den DLC eingebaut, war dann wahrscheinlich die Nagi-Story oder so, der hat den DLC eben komplett gestrichen für dieses neue Spiel. Und jetzt habe ich noch erfahren seit der letzten Folge, doch, den DLC gibt's noch. Der kommt auch erst nach dem Kampf hier. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber trotzdem müssen wir jetzt einen großen Kampf machen. Der zumindest im Original der letzte war. Ab geht's. Möge dies der letzte Kampf sein. Ist es aber nicht. Fragezeichen und Günther, jetzt bin ich gespannt, weil ich habe immer noch mein Team aus der Liga. Drei... Nein! Was? Bist du krank? Fragezeichen! Bist du irgendwie gestört im Kopf? Was? Merkt man vielleicht meine Fassungslosigkeit? Ja. Wir beginnen Günther, Level 30, jawoll! Ey, ich sag dir, ich hab dir gesagt, dass die Level nicht gepasst haben im Vergleich zur Walross-Edition-Lore beim Original. Wenn du die Level an die Walross-Edition-Lore angepasst hast, verlasse ich diesen Raum. Weil, ja, ich hab dir das zwar gesagt, ja, an sich stimmt das ja nicht. Aber damit meinte ich nicht, erhöhe sie. Oh. Ich hoffe jetzt einfach, dass Günther überdurchschnittlich gelevelt war. Aber ich glaube leider, dass mindestens Fragezeichen-Man noch gleich sein wird. Und wenn jetzt irgendwie wirklich die Legend-Level kommen und Latias auf 37 ist oder sowas, dann muss ich so weit los. Hydropi ist deutlich stärker als Lord Ecke, als Anton. Als Lord Ecke kommt stark aufs Level an. Okay. Lord Ecke ist schon auf einem deutlich humaneren Level. Heißt nicht, dass er nicht stinkt. Das im Hintergrund ist eine kleine Medley von Fragezeichen, man. Ich krieg hier gleich einen Anfall! Das macht nix. Es ist so eklig, Lord Ecke, du kleiner Haufen. Digga, dieser Kampf wird verdammt schwer. So, Medley an sich, das hatte ich dir auch privat irgendwann schon mal gesagt, jedenfalls glaube ich, das ist dieselbe, aber ich bin auch ehrlich, ist zwar ein ganz schöner Versuch, aber ich habe das Gefühl, dass halt wirklich nicht, dass halt kein System dahinter steckt und dass dann halt auch teilweise wirklich Musik aneinandergereiht ist, die in keiner Form irgendwie zueinander passt. Zum Beispiel jetzt. Oder ganz am Anfang hatten wir erst Kältekernphase 2, direkt danach Don't Ever Forget. Ergibt in meinen Augen nicht so viel Sinn.
Auch wenn da unten Glumanda Sprite ist, haben wir kein Feuer-Pokémon im Team. Auch kein Pflanzen-Pokémon, wo ich einfach rein könnte, damit Puder-Attacken nicht wirken. Ich denke mir halt, irgendwie so Gift-Attacken wirken halt nicht auf den Lord. Und er outspeedet, das ist schon mal gut. Es war aber so klar. Es war schon sehr klar. Bodycheck hat er. Macht zum Glück nicht viel. Und gibt noch den Rückstoßschaden. Eher Angst hätte ich vor Rang. Okay, doch nicht. Ich dachte, das macht mehr. Aber stimmt, das ist ja auch nicht sehr effektiv. Ah, ich müsste halt mal aufwachen. Ich glaube halt ehrlich gesagt nicht, dass ich diesen Kampf hier First Try schaffe. Nee, vor allem ist eben auch die Sache, es gibt eigentlich keine Übergänge. Es spielt eine Musik in der nächsten Sekunde, beginnt ohne Vorwarnung die nächste. Deswegen... Komm, mach noch ein bisschen Damage. Ich werde diesen Kampf sehr sicher nicht schaffen, wenn nicht gerade irgendwie Nick Crossen und Zart carried. Als ob. Lord hätte noch überleben können. Wir sind anscheinend wieder am Anfang, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Von der Madeline. So, jetzt ist es. Jetzt ist auch diese Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir einfach nur hoffen müssen. Dass Nick Crossman uns hart carried. Ich weiß, Antikraft ist eigentlich hier ein bisschen blöd. Ich krieg einen Crit, aber nicht den Boost, auf den ich gepokert habe. Jawohl, das habe ich gehofft. Ich habe gehofft, dass Latias kommt, weil gegen Latias... Oh, nur 12, nur 12! Das ist geschenkt! Jawohl! Free Kill, das ändert alles. Ich hatte echt Angst, dass Latias komplett broken wird. Ich glaube... Warte, oh, es fehlt aber noch Floink. Und das Gute ist... Genau, Antikraft... 20. Komm, wir können das schaffen. Wird Nick Crossman uns schon wieder carryen? Wie erst letzte Folge. Nick Crossman ist unser Hard-Carry. Digga. Ich weiß schon, das hat Beizeichen mir geschrieben. Irgendwas ist auch bei der Programmierung gewesen, wegen dem er inzwischen auf dieses Nick Crossman einen Hass hat. Aber ich hab nichts gegen dieses Nick Crossman. Es rettet mich hier so. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, das Ding hat die Liga allein. Der ist noch höher. Der ist noch höher als Günther. Junge! Entspann dich! Schlitzer ist halt schon sehr stark, aber Unheilböen noch mit Stepboost als... Ich outspeede? Oh oh. Oh jawoll, auf den Dragon-Type, Alter. Komm. Nerv mich. Komm, Nick Crossman ist wieder der Hard-Carry. Der rettet uns diesen Kampf. Man kann echt nicht sagen, dass dieser Kampf zu einfach ist. Mit Level 30 ein... Oh, Nick Crossman! Was? Junge, dieser Junge! Der holt uns den Kampf hier so alleine! Warum ist Nick Crossman so broken? Alter! Wenn der auch echt... Der war als Ultra Nick Crossman wohl relativ ähnlich wie wenn ich jetzt hier gegen ihn kämpfe, dann wundert es mich auch nicht, dass ich gegen den komplett reingefällt hab. Alter, Nick Crossman, unser Hardcarry gewinnt uns auch diesen Kampf. Anscheinend muss ich es euch erzählen. Boah, Nick Crossman! Man merkt vielleicht, ich bin gerade bisschen
Ich hätte das nie im Leben geschafft sonst. Ja, jetzt mal im Ernst, Level 30. Ohohohoho. Also wenn die alle 30 gewesen wären, wie ich nach Günther befürchtet hatte, hätte ich das nicht geschafft. Wow, du hast echt geschafft, mich zu besiegen. Wow, ja. Yeah. Danke, Nick Cross, mal dickes Shoutout. Vielen Dank fürs Springen, Günther. Gerne. Ich erzähle euch, was genau passiert ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Junge. Er hat das Spiel Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel gehabt. Er hat alle Dungeons erkundet, die es gibt, alle Geheimnisse gelüftet. Aber irgendwann gab es nichts mehr zu erkunden. Der Junge wurde traurig und bekam Depressionen. Nix mehr schien ihn zu retten. Daraufhin erschuf er eine Fanfiction. Doch je weiter er sie schrieb, desto eher zerstörte er, was ihm am wichtigsten war. Die einzige Freundschaft, die er noch hatte, zu seinem nicht vorhandenen Partner. Daraufhin versuchte er alles, seinen Partner zurückzuholen, aber es war für ihn unmöglich, egal wie oft er es versuchte. Bis er sich eines Tages mit etwas anderem beschäftigte: YouTube. Mit der Macht der YouTuber konnte er genau diese Barriere dort durchbrechen. Das war dort, wo Pokéfins das Universum zerstört hatte, wegen seinen 10 Euro. Aber es kam mit einem Preis: durch die Zerstörung der Barriere wurde Missing No erschaffen. Aber ich war eher froh, dass er es schaffen würde, denn ohne ihn wäre Chillast noch immer tot. Durch Missing No konnte ich diese neue Welt erschaffen, um Chillast zu retten. Aber nicht Chillast, sondern auch alle anderen, die ein ähnliches Problem hatten. Wer zum Beispiel? Jagold oder Gingy, beiden waren auch immer für immer anscheinend verbannt in der Pokémon-Welt. Das heißt, du hast diesen ganzen Unfug gemacht, damit alle glücklich werden? Ja, das ist die Kurzfassung. Also ich fand, Lord Ecke war deutlich verständlich. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich meine Fehler versucht habe, wieder gut zu machen. Wenn, dann wäre man vermutlich eher auf die Fehler. Normalerweise jetzt schon, aber... Du hast alles so gemacht, damit alle hier glücklich leben können. Wie kann man dir da böse sein? Leute, ihr seid die Besten. Stimmt, die Szene gab's ja auch noch. Und die habe ich nie verstanden. Warum? Mann, diesen Typen eine gute Nachtgeschichte zu erzählen, ist schwieriger als im Portal von Glarus abzuhauen. Und Sir, hat Ihnen diese gute Nachtgeschichte gefallen? Ich bin Batman! Nehmen Sie nichts, das war eine einfache Geschichte. Ich bin Batman! Außerdem, die ist schon scheiße. Denn ich bin Batman! Die Geschichte ist wahr, jetzt bin ich krass. Du bist hier reingekommen. Wenn nur die ultimativen Geschichtenerzähler kommen hier reinkommen. Chill mal, Alfred, ich bin's, Pokéfinst. Ich bin Batman. Dein Agent, um die 10 Euro wiederzubekommen. Hast du sie Auf Deutsch, die 10 Euro waren eigentlich nicht von Pokéfinst, sondern von Batman. Diese Szene werde ich nie verstehen! Ja, ich bin schließlich krass. Die Meute ist gespannt. Pokémon Bad Black Full Version kommt irgendwann. Hallo, hier spricht wieder der Spielentwickler. Ich werde euch noch was Wichtiges am Ende mitteilen. Und zwar, das hier ist das letzte Fangame, was ich programmiert habe. Seid nicht traurig, ich bin sicher, Pokéfins macht schon wieder Neues. Auf jeden Fall wollte ich auch noch ausrichten, dass in der Pokémon-Welt jetzt alle friedlich miteinander leben. Danke, Günther, dass du es ermöglicht hast. Gerne, wenn du jetzt... Das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, ob das jetzt wirklich hier an mich gerichtet ist, an Günther das Kanmani oder vielleicht an Günther das Scheidux. Mann, diese Gefängniszelle ist echt blöde. Blöder Batman und Fragezeichen. Ach komm, Darkrai jetzt nochmal. Das ist jetzt ein Gag. Wer bist du überhaupt? Ich bin der größte Gangster. Ah ja. Wenn er nicht so großartig ist, habe ich mich verhört. Michael? Du kannst den Akzent sparen, ich brauche nur eine Sache. Ja, die kann ich dir schicken. Nicht zufällig VR-Kapsel, oder? Ich bin der Joker. Woher hast du das Zeug? Kaffeekränzchen. Du bist ein Genie. Sonst lache ich doch immer so blöde.
Sorry, aber ich muss dich beseitigen, Joker. Du kommst nicht durch die Gitterstäbe. Oh. Schon vergessen? Ich bin Darkrai, ein Geist. Nein, Darkrai ist ein pures Unlicht-Pokémon. Jetzt hält mich niemand mehr auf. So, Darkrai hat Joker umgebracht. Batman! Ich bin Batman. Nun kann ich mich an Fragezeichen einrichten. Alle Gangster aufgepasst. Ich bin nun am Zug. Versammelt euch. Wir werden alle Welten erobern. Unser erstes Ziel ist Günther. Haben wir... Alle werden sich vor dem Namen Hansa fürchten. Wer hätte gedacht, dass ich in der Pokémon-Welt leben kann und hier sogar Urlaub machen kann? Seit dem Fragezeichen man die Welt erschaffen hat, sind 3 Jahre vergangen. Du siehst so nachdenklich aus, Günther. Ist irgendwas? Ja, es ist nur so. Ich habe mir in letzter Zeit über was Gedanken gemacht. Über was denn genau? Wenn ein Mensch so viel Macht hat, eine ganze Dimension zu erschaffen, dann hat er nicht auch die Macht, sie zu zerstören? Ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe es nun mal so. Er hat diese Welt erschaffen, um Paradies zu erschaffen. Ohne ihn wird es auch unsere Freunde da draußen nicht geben. Das stimmt, aber wieso hat er uns nicht gerettet, sondern an diesem einen Tag, sondern nur eine Sicherheitskopie von mir gelassen, ohne dass ich gegen Missingau helfen konnte? Ich glaube, du bist müde, Günther. Geh pennen. Hast wahrscheinlich recht. Gute Nacht. Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie lang das übrigens jetzt genau wird. Fragezeichen, man meinte, vielleicht 6 Folgen, kann aber auch kürzer sein. Nun beginnt mein Plan. Phase 2 meines Plans. Warum mache ich das? Fragezeichen, man. Warum habe ich so wenig Screen Time? Das ist mein Also, ich habe hier die meiste Screen Time. Warte, ich wollte gerade oben in die Ecke zeigen, aber dann seht ihr, wie ich oben in die Ecke zeige. Hier habe ich die ganze Screen Time. Außerdem, hier, dunkle Macht, ist die jetzt besiegt oder nicht? Ja, die wurde von Günther und Missingau besiegt. Ich muss los. Ey, das ist mein Ding. Ich hoffe, ich kann mich bei Taiki ein bisschen verstecken, bis Günther sich beruhigt. So bin ich auch nicht. Aber Günther hat damit einem... Endlich habe ich es gefunden. Oh mein Gott, dieser Günther zu tragen ist nicht einfach. Ey, Günther. Den erledige ich dann in unserer eigenen Dimension. Aber erst soll ich ein Geschenk Hansa mitbringen. Und so komme ich eventuell nach Hause, oder? Nee, als Kostüm ist er schon drin. Ich wollte gerade sagen, war Luigi? Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Super, alles verläuft nach Plan. Lass ihn hier liegen. Hansa wird sich um ihn kümmern. Was du sagst, Boss? Da fuck ist das? Ich erkenne nicht, was auf diesen ganzen Bildern drauf ist. Vor allem... Inventar ist offen. Wir sollen uns mal ein Pokédex angucken. Das wird jetzt eine Weile dauern. Dieses Pokémon ist der beste Freund von Flunk. Sie sind unverständlich. Trotzdem Geheimagenten spielen sich. Stimmt wohl, hier steht nichts. Er sucht seinen Freund Kanimani, der 100 Jahre lang geschlafen hat. Und wieso gibt es so viele Glumanda in der Geschichte? Weiß ich nicht. Das Glurak war zu Testzwecken da und der Kampf war sonst zu schwer. Mark, Fragezeichen an dieses Pokémon. Er kann Blasen verschießen, die schmerzen. Frag mich nicht, warum. Ja. Viele der Pokémon hier habe ich halt nie gefangen. Das Pokémon, das am meisten vorkommt in Pokémon Ruby Destiny, ist der Hauptcharakter. An Pikachu, hier Nightmare LP. Jagold, ein legendärer Programmierer. Man weiß nicht, wo er ist, ob er noch lebt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das weiß nur er selber. Der YouTube-Partner von Günther, Lord Ecke, ein treuer Genosse, der sich ohne Günther oft allein fühlt. Trifft's ganz gut. Es leidet unter Kopfschmerzen, aber ist dennoch ziemlich freundlich, dieser Sprite.
Da Boss, du solltest aufpassen, die Hits, die dieses Pokémon hinlegt, legen das stärkste Pokémon um. Ein Pokémon, das fast zu viele Entwicklungsformen hat. Aber viele hoffen, es kommt nicht in Smash, weil mit allen Entwicklungsformen ist es am Ende sonst wie... Keine Ahnung. Also ich würde mir Evoli in Smash, was dann so seine Form wechseln kann, übel wünschen, aber ist halt schon Pokémon aus dem Pokéball. Ein Freund von Jagol. Er hat Drachen geliebt, deswegen ist er ein Drache. Ich weiß, die Logik ergibt keinen Sinn. Ein Pokémon mit einem Blatt auf dem Kopf, an dem sich viele Radplatz verbeißen. Weil sie glauben, dass es ein richtiges Blatt wäre. Am Ende ist es aber ein Rasierblatt. Kanania. Günther, ne? Ja, oder Nagi. Peach ist der beste Freund von Shiggy, weil sie sich im Original-Game nie gesehen. Was? Die Begründung ballert! Rose war früher ein Evoli, doch sie entschloss sich zu entwickeln. Warum weiß keiner genau? Gegenfrage, warum nicht? Lloyds Kanal ist seit Jahren tot, aber er macht noch Videos mit Nagi. Der Held aus dem Manga Ginji's Rescue Team war ein Flamely, dass er X, weiß und gelb. Bis heute weiß ich nicht warum. Das erste Pokémon, was als Daten analysiert worden wurde, wegen Ginji. Er kommt von einer anderen Pokémon-Welt, die leider untergegangen ist. Ach, dem seine Welt ist mir egal. Sicherheitskopie von Baldurfisch als Krebskorps. Aus irgendeinem Grund wird sie trotzdem behalten. Eine Sicherheit von Shadow King LP. Der Geist eines Handy kann nie sterben. Eine Sicherheitskopie von Günther. Würde diese nicht existieren, wären schon alle tot. Ibim! Traust du diesem misstrauischen Pokémon? Ja, warum nicht? Schließlich war sie nicht sie selbst. Ja. Der Pokémon-Partner von Fragezeichen. Immer hilfsbereit und bereit. Ein Affe mit brennenden Hintern. Das sagt schon alles, da können wir es auch stehen lassen. Forscher rätseln immer noch, ob das Feuer dem Pokémon eigentlich wehtut. Woher glaubt ihr, hätte Feuer sonst seinen Namen? Ein Pokémon, dem es leicht fällt, schnell eingeschnappt zu sein. Alter, das bin ich. Bis heute weiß ich nicht, ob im PMD2-Special der Menschenjunge oder ein Mädchen war. Keine Ahnung, wieso man zu einem Shinux wurde, aber Pikachu sein ging nicht. Digga, Shinux ist so viel besser. Es heißt Lord Lucario, du dummes Gerät! Das ist der Pokédex-Eintrag, den ich am meisten fühle! Eine Sicherheitskopie von Pixelmatch, der Erschaffer der Sicherheitskopien, falls er es nicht mehr schaffen sollte, diese Sicherheitskopie zu machen. Was? Zusammen mit Vulpix suchten sie perfekte Äpfel und haben sogar mal einen ganzen Wald abgebrannt, weil sie danach gesucht haben. Ein starkes männliches Pokémon, was eher aussieht wie ein weibliches Pokémon. Was? Nein, Galagladi sieht nicht weiblich aus. Gardevoir schon. Das Markenzeichen von Pokéfins. Früher war es ein, scheiße, wie heißt das Ding auf Deutsch? Mimikyu. Englisch. Pikachu Fake 7. Generation. Ich kann die deutschen Namen nicht, Mann. Mimikma. Man sollte es nicht unterschätzen. Es hat sogar einen guten Theme-Song. Hat es? Also... Ich weiß nur den Theme-Song aus PMD2 und der, den finde ich nicht gut. Es lässt sehr oft die Sache. Deswegen denkt jeder, er meint es. Wie sein Aussehen, er mag eigentlich nur Partys. Aua, ich habe Schmerzen. Hier ist Wittne. So, hier sind... Ach so, gell? Der Gary. Sora, mit seinem Schlüssel kann er jede Tür öffnen. Obwohl, es ist irgendwie... seltsam. Da war Missing, oh Alter. Mein Lieblings-Pokémon. Majora, Tabu, Bowser, Rocky, Zombie. Hier kommen jetzt viele Bearbeitete.
Sans Saku, eine YouTuberin auf YouTube. Ach so, ich dachte, sie wäre YouTuberin auf Instagram. Die auch Songcover macht. Die dunkle Macht, dunkles Missing No, dunkle Materie. Die dunkle Materie war besiegt, doch sie lebte weiter in Izuna und kehrte so zurück. Sie kann sich auch teilen. Das ist, warum Nagis Pokémon-Partnerin. Und ein Wesen, dem man viel vorwirft, vor allem, dass er alles gelöscht hat, alle Trainer gelöscht habe, als ich dieses Spiel programmiert habe. Danke dafür, Cross. Also ich finde dich gut, Nick Cross, man, du hast uns den Arsch gerettet. Aua. Und Ghost Dragon hier nochmal. Forms. Na, warte, Ultra Nick Cross hat einen eigenen Eintrag, den leider nicht dasteht. So, das hat jetzt lang genug gedauert. Wir haben jetzt den Pokédex durchgegangen. Und in der nächsten Folge geht es weiter hier mit dem DLC. DLC PC-Skript. Bis zum nächsten Mal und ciao.